Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Erben der Erde. Ja, nachdem ich letztes Mal ja ziemlich verwirrt war und nicht so richtig wusste, was wir so machen sollen und ob wir vielleicht irgendwas Wichtiges übersprungen haben, habe ich nochmal selber ausprobiert und ich habe mir auch nochmal meine Videos angeguckt. Dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das zweite machen wir gleich im Anschluss, das erste kommt jetzt. Und zwar haben wir die Orte hier scheinbar in der falschen Reihenfolge abgegangen. Das hat sich das Spiel, glaube ich, damals anders überlegt. In der richtigen Reihenfolge, oder ich fange andersrum an. Wir sind hier, glaube ich, langgegangen von den Ruinen über dann hier vom Damm und dann zum Wasserfall und dann da oben hin. Ich glaube, das war unsere Reihenfolge. Jedenfalls war das falsch. Man muss erst zum Wasserfall gehen und dort Chiala treffen. Das habe ich jetzt an der Stelle, wo ich hier gerade stehe, bereits gemacht. Und wenn man dann hierhin zum Damm geht, dann passiert was anderes. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was dann passiert. Ich habe nur gemerkt, da passiert was und habe es schnell abgebrochen. Ich wollte mich nicht spoilern. Aber da könnte jetzt was passieren. Das ist die eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und das machen wir jetzt auch mal. Und dann gucken wir mal, ob daraus irgendwas klarer wird, was wir als nächstes machen sollen. Ich bin gespannt. Nun, was machen wir jetzt? Wir haben keine Idee, wo wir sind. Wir müssen einfach unseren Instinkten gehorchen. Wir sind auf der richtigen Spur, ich kann es spüren. Aber wir müssen weitersuchen. Immerhin können wir kaum erwarten, dass die Jäger zu uns kommen. Aha. Ich habe da einen Plan. Achtung, ich erkläre euch hiermit zu meinen Gefangenen. Legt eure Waffen nieder und bildet eine Reihe. Sehr gut. Ich sagte nicht, dass es ein guter Plan sei. Ja. Wir können kaum damit rechnen, dass sie zu uns kommen. Naja, Überraschung. Wir hätten tagelang umherwandern können, bevor wir das Lager der Jäger der dunklen Kralle gefunden hätten. Ach. Und schon sind wir da. Ja, wir sitzen hier in einem Käfig und ein Rudel verrückter Wölfe lässt uns nur deshalb leben, damit sie uns später aus Spaß umbringen können. Ja, ich fühle mich richtig glücklich. Ihr lebt noch sehr gut. Was hat das alles zu bedeuten? Warum habt ihr uns angegriffen? Ich schätze, ich bin wohl ein großer, böser Wolf. Mhm. Großer, böser Wolf? Das ist gut. Boss, du bringst mich noch um. Bring mich nicht in Versuchung. Was hast du mit uns vor? Für euch habe ich keine Verwendung. Wenn ich Lust dazu habe, sterbt ihr zu meinem Vergnügen einen langsamen Tod. Und du, Fuchs, du wirst eine schöne Zierde für meine Wand werden. Oder vielleicht ein schöner Fußabtreter. Ha! Toll! Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Fühlt euch wie zu Hause. Meine Freunde, macht es euch bequem. Scheint so, als säßen wir hier für eine Weile fest. Mhm. Oh, in der Nacht? Ach, was. Ah, guten Abend, meine Herren. Endlich stehen wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Aha. Ich gehe davon aus, dass ihr drei eine Menge Arbeit hattet, mich zu finden. Das ist etwas untertrieben. Keine Bange, diese Wölfe werden euch nichts tun. Das ist gut. Bevor ich es ihnen nicht sage. Oh. Lasst uns ein wenig unterhalten. Das wird aber auch mal überfällig. Guck an, da ist der Waschbär. Ha, mit dem habe ich jetzt noch nicht gerechnet. Also ich meine, dass wir von Wölfen gefangen genommen hätten werden sollen. So kann man es, glaube ich, sagen. Damit habe ich ja gerechnet. Aber dass man dann ihn hier schon trifft, das ist für mich auch neu. Okay. Gut, es ist mitten in der Nacht. Wir wissen ja schon, dass wir hier raus befreit werden, aber jetzt gucken wir doch mal und vielleicht klärt sich ja jetzt endlich mal auf, was eigentlich los ist, was der mit dieser Kugel zu tun hat und mit den Wölfen und so. Ich bin sehr gespannt. Wer bist du? Oh, entschuldigt, meine Manieren sind entsetzlich. Mein Name ist Shota. Wie geht es euch? Nicht gut, danke der Nachfrage. Shota. Ja, ich fürchte, so sieht es aus. Du bist ganz schön weit von deinem Stamm weg. Mein Stamm? Ich habe keinen Stamm. Ich habe sehr früh begriffen, dass ich, anders bin. Okay. Was hast du mit uns vor? Nun, offensichtlich kann ich euch nicht erlauben, dass ihr meinen Plänen in die Quere kommt. Daher habt ihr die Wahl. Ich kann euch entweder in dieser Zelle lassen, was ihr sicherlich sehr geschmacklos findet.
Oder ich könnte euch einfach umbringen, was ihr wahrscheinlich noch weniger wollt. Ja, das nennst du eine Wahl. Ich gebe euch bis morgen früh, über euer Schicksal zu entscheiden. Ich würde hängen vorschlagen, das geht schnell und ist nicht so unsauber wie Köpfen. Mhm. Du bist aber nicht so sonderlich freundlich. Sag mir, Chota, die Sturmkugel, ist sie in deinem Besitz? Oh ja, ich hab sie und ich gedenke, sie auch zu behalten. Warum? Was, wenn du das Wetter vorhersagen könntest? Du bist nur ein einzelner Waschbär. Du könntest nur so wenig anpflanzen und ernten. Ah, mein Freund, du siehst nicht das große Bild. Die Sturmkugel ist nur ein kleiner Teil einer viel größeren Macht. Eine Macht, die es mir ermöglichen wird, das Wetter zu steuern. Was? Es ist wahr, kannst du dir das vorstellen? Es regnet, wenn ich es will, und es hört auf zu regnen, wenn ich es will. Es ist heiß oder kalt, wie ich gerade Lust habe. Überschwemmungen oder Trockenperioden hören auf meinen Befehl. Und wonach wirst du entscheiden, welches Wetter du machst? Nun, der Wille des Volkes natürlich. Ich bin ihr Diener. Natürlich werden sie mich zum Gouverneur wählen. Und was passiert, wenn die Stämme dich nicht wählen? Ich fürchte, dass ich dann eher drastische Maßnahmen ergreifen muss. Aber keine Angst, mit mir als Gouverneur werden all ihre dummen Diskussionen aufhören. Es wird Frieden und Ruhe geben. Sonst sterben die Leute. Du hast offensichtlich kein Verständnis für meine Pläne. Nee, nicht so wirklich. Okay, der ist ein bisschen größenwahnsinnig und will mit der Kugel die Welt beherrschen. Gut. Ja, es ist ein solides Ziel für einen Endgegner, für einen Bösewicht. Doch, kann man so machen. Da wir scheinbar keine gemeinsame Grundlage für eine Unterhaltung haben, lass uns doch einfach in Ruhe. Das mache ich, aber ich werde morgen zurück sein. Bis morgen. In der Zwischenzeit solltet ihr gut schlafen, als Vorbereitung für den ewigen Schlaf. Nächsten Morgen. Aha. Ich bin es, Shiala. Ich komme, um euch zu befreien. Und keinen Moment zu früh. Woher wusstest du, wo du uns finden würdest? Ich wusste, dass ihr letztendlich hier landen würdet. Ihr hattet keine Chance gegen die Wölfe. Es ist schön zu wissen, dass wir so viel Vertrauen ausstrahlen. So, ja. Ich habe das Seil durchgetrennt. Ihr müsst euch beeilen. Die Wölfe sind jetzt auf Jagd, aber sie werden bald zurückkehren. Okay. Gut, das kennen wir jetzt ja schon. Und dann haben wir das auch gesehen, was wir verpasst haben, und haben den Waschbären kennengelernt. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Ich hatte allerdings eigentlich vermutet, dass wir hier vielleicht noch irgendwas anderes bekommen, noch irgendwelche Gegenstände oder andere Hinweise oder irgendwas anderes zu tun. Das ist jetzt nicht der Fall. Man kann jetzt auch immer noch nicht hier in die Hütten gehen. Und wäre das Einzige, was mir aufgefallen wäre, dann wäre ich jetzt schon wieder mit meinem Latein am Ende. Aber wir können jetzt mal zurück zu dem anderen Spielstand hier. Ich speichere übrigens, seit mir das abgestürzt ist, mal irgendwann zwischendurch nach jeder Folge. So, geladen. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier unsere Sachen wieder, die ich in der letzten Folge alle gepackt habe. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, dass die Zwischensequenz, das war jetzt in diesem Spielstand. So, okay. Und mir ist noch was aufgefallen. Wie gesagt, ich habe noch eine Idee, wo es weitergehen könnte. Nämlich gibt es auf dieser Insel doch noch einen Ort, den ich nicht erkundet habe. Und das ist mir aufgefallen, als ich mir die Folge nochmal angesehen habe. Und das war ja interessant zu sehen, weil ich habe schon beim Spielen gestockt und es eigentlich irgendwie vermutet, aber bin dann da nicht hingegangen. Und das liegt daran, weil dieses Spiel nicht so nett ist, was hier Hotspot-Anzeige angeht. Wo war es denn? So, hier. Ich zeige euch, was ich meine. So, ich habe immer hier mit der Maus rumgesucht und immer geguckt, ob hier unten im Feld was angezeigt wird. Wurde aber nicht. Stattdessen, wenn man hier lang geht und gerade unterwegs ist und dann mit der Maus hier rüber fährt, wird das Gehe zu gelb. Zeigt aber nicht an, dass das hier ein Ort ist. Das ist mir wohl irgendwie unterbewusst aufgefallen, auch beim letzten Durchgang. Da habe ich nämlich gestockt und gesagt, ist hier vielleicht eine Klippe oder so. Aber angezeigt wird es nur, wenn man stehen bleibt. So, hier ist eine Küstenklippe. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Ich habe nur festgestellt, dass es sie wirklich gibt. Und ich hoffe, dass wir da
jetzt auch neue Hinweise bekommen, was wir als nächstes zu tun haben. Ja, ich hoffe, ich habe sonst nichts noch zusätzlich übersehen. Ich habe nochmal nachgeguckt, da ist mir nichts weiter aufgefallen. Würde meine Hand dafür jetzt aber nicht ins Feuer legen. So, ach, guck mal. Die Kartenschüssel in einem Nest. Ja. Perfekt. Genau da nach sowas habe ich doch gesucht. Ok, Ea, seht her. Da glitzert etwas in dem Nest da unten. Was du nicht sagst. Etwas Metallisches? Schwer zu sagen von hier oben. Ja, metallisch nicht, oder? Eine dünne Karte mit metallischen Mustern drauf. Doch metallisch. Ich könnte das versuchen zu angeln. Oh. Oder ich werde selber zu angeln. Auch gut. Ja, perfekt. Was ist es? Ich bin mir nicht sicher. Es ist dünn und flach und es lässt sich biegen. Oh gut, genau sowas haben wir gebraucht. Eine dünne Karte mit metallischen Mustern drauf. Ja, schön. Genau sowas haben wir tatsächlich gebraucht. Sehr gut. Okay, ich merke, es geht weiter. Das freut mich. Ansonsten, glaube ich, ein recht sinnfreier Ort, wenn das jetzt nur die Karte war, die es da gibt. Vielleicht bin ich jetzt auch zu sprunghaft, weil ich möchte, dass es weitergeht und laufe deswegen schnell weiter. Aber ich glaube schon, dass wir... Warte, gehe ich so richtig? Ja, da komme ich auch noch über den Fluss. Gut. Ja, ich möchte, dass es jetzt weitergeht und deswegen gehe ich jetzt auch wieder zurück zu den Ruinen und zu diesem, ja, Labor. Denn ihr erinnert euch bestimmt, dort brauchen wir ja noch den Zugang zum nächsten Raum. So, das war, glaube ich, einfach hier runter und dann hier, ne? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Klack. Und rein. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, da geht es weiter. Mit der Karte kriegen wir hier die Tür auf. Da hat etwas geklappt. Jawohl. Das hat funktioniert. Und was sich dort hinter verbirgt, das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss.